Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Zwei Teenager-Mädchen sitzen gerade über den Hausaufgaben. Sie sind beim Fach Biologie und da speziell beim Kapitel Aufklärung. Svenja liest vor und meint, du schau mal hier auf Seite 78, da steht was von Penis. Hast du eine Ahnung, was das sein soll? Patricia überlegt und sagt, Penis? Nö, nie gehört das Wort. Ich geh mal zu meinem großen Bruder und frag den. Der ist gerade bei der Körperpflege im Badezimmer. Patricia fragt, ob sie reinkommen darf und der Bruder erlaubt es. Sie meint zu ihm, sag mal, was ist eigentlich ein Penis? Fritz wird leicht rot, aber endlich stolz mal für sein Gerät Anerkennung zu finden, lässt er das Handtuch fallen und deutet mit den Händen auf seinen Schniedel und sagt, das hier ist ein Penis. Patricia grinst und verschwindet wieder in ihrem Zimmer. Svenja fragt, ja und? Weißt du jetzt, was ein Penis ist? Patricia tut sehr erwachsen und meint, ja, ich weiß es. Es ist das gleiche wie ein Schwanz, nur sehr viel kleiner. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.